Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte über die Rekommunalisierung der Energienetze. Es sind übrigens nicht nur Stromnetze, sondern übrigens auch oft damit wirtschaftlich untrennbar verbunden Gasnetze, ist zunächst mal keine Preisdebatte. Und sie ist auch keine Debatte über die Einrichtung von Möglichkeiten für eine Kommune, eine bestimmte Form der Stromerzeugung für ihr Netz zu präferieren. Über diese Fragen diskutieren wir zwar dieser Tage auch sehr viel, aber in einem ganz anderen Kontext. Mit einem Grünbuch und einem darauf folgenden Weißbuch wollen wir ein neues Strommarktdesign entwickeln, und das noch in diesem Jahr. Dort geht es um die Frage, wie wir die Energieversorgung in Deutschland zukünftig preisgünstig, umweltfreundlich und sicher gestalten können. Die Netze sind nur ein Teilaspekt dieses Grünbuchs. Heute reden wir aber nicht über den Netzausbau schlechthin, sondern wir reden über das Management der Verteilnetze. Die Verteilnetzbetreiber haben eine enorme Verantwortung gegenüber den privaten Haushalten und den Betrieben ihres Netzgebietes. Diese wollen dauerhaft versorgt werden, und es soll möglichst nicht zu Netzengpässen kommen. Das ist aus meiner Sicht die Kernaufgabe eines Verteilnetzbetreibers. Im vorliegenden Antrag soll die Inhouse-Vergabe der Netze ermöglicht werden, also dass eine Gemeinde sich beispielsweise bei der Vergabe der Konzessionen entscheiden kann, ob sie das Netz selber betreibt oder ob sie das Netz öffentlich und zu besten Bedingungen ausschreibt. Über meine Erfahrungen hinsichtlich der Komplexität bei der Übernahme der Netze habe ich bereits beim letzten Mal berichtet. Die Frage ist doch weniger ob, als vielmehr wie die Rekommunalisierung durchgeführt werden soll. Darüber werden wir uns in den Fraktionen intensiv zu unterhalten haben. Ich persönlich finde es eigentlich richtig, dass sie Städte und Gemeinden dem Wettbewerb stellen. Denn dadurch müssen sie sich genau mit den voraussichtlichen Risiken eines Netzbetriebes auch beschäftigen. Meiner Ansicht nach liegt das im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Unter Umständen müssen Netzbetreiber nämlich enorme Summen in das Netz investieren. Erlöse für ihre Investitionen bekommen sie aber oft erst Jahre später. Netze müssen ertüchtigt werden, und bei der Erstattung dieser Investitionen hat man je nach Investitionszeitpunkt bis zu 7 Jahre Refinanzierungslücke zu überbrücken. Von der Frage, wie wir mit den jeweiligen Kommunalaufsichten und diese mit den jeweiligen Darlehenssummen umgehen wollen, will ich an dieser Stelle erstmal gar nicht reden. Ein Instrument der Investitionsmaßnahmen wie bei den Übertragungsnetzbetreibern gibt es in den Verteilnetzbetreibern übrigens nicht. Und darüber hinaus muss der Verteilnetzbetreiber jedes Jahr noch seine Effizienzvorgaben erfüllen. Beim Personalübergang können enorme Mehrkosten drohen, denn die Tarifverträge der Netzbetreiber liegen meist deutlich höher als die der Kommunen. Leider, sage ich mal als ehemaliger Kommunalbeamter. Zum Teil kommen da auch noch private Sonderregelungen in der Altersvorsorge der zu übernehmenden Mitarbeiter hinzu. Unter Umständen haben sie dann in ihrer Gemeinde 2 Klassen der Beschäftigung. Auch das kann keiner wollen. Mit Blick auf die kommunalen Haushalte und die Kommunalaufsicht ist also Vorsicht geboten, und Erwartungen an 9,05 Rendite sollten doch besser gebremst werden. Zumindest sollte klar sein, und das muss aus dieser Debatte auch herauskommen, dass diese Renditezahlung sich auch ständig verändert, also natürlich verringert und natürlich nur auf 40% des eingesetzten Eigenkapitals sich bezieht. Was genau kommunales Eigenkapital eigentlich darstellt, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Anreizregulierung ist nun wirklich keine einfache Materie, und es ist gut, dass Städte und Gemeinden sich intensiv damit beschäftigen müssen. Aber ich finde, es gehört auch zur guten parlamentarischen Debatte, hier mal die möglichen Fallstricke zu nennen, ohne gleich in Verdacht zu geraten, den Bürgermeistern die Kompetenz absprechen zu wollen. Viele, vor allem die Kleinen im ländlichen Raum, sind dann am Ende eben doch dazu gekommen, dass sie zwar das Netz betreiben wollen, aber eben nicht alleine, sondern mit einem strategischen Partner aus der Privatwirtschaft. Dann ist die Rekommunalisierung aber nur noch ein besseres Beteiligungsgeschäft ohne inhaltlichen Anspruch. Besser als nichts, zugegeben. Aber mit Rückgewinnung der öffentlichen Daseinsvorsorge hat das dann ehrlicherweise auch nicht mehr viel zu tun. Im Antrag wird auch der Fall der Gemeinden Bunde und Ostrauderfehn angesprochen. Den Fall kenne ich nun zufällig ganz genau, weil die bei mir in der Nachbarschaft liegen. Dass die Übernahme der Netze hier nicht so funktionierte, wie sich die beteiligten Gemeinden das vorgestellt hatten, das lag bestenfalls teilweise an den Ausschreibungskriterien. Zunächst muss hier klargestellt werden, dass die Gemeinden von Anfang an vorhatten, das Netz mit einem gemeinsamen strategischen Partner aus der Privatwirtschaft zu betreiben. Es lag also bestenfalls eine Teilrekommunalisierung vor. Letztlich haben sie sich dann mit dem alten Verteilnetzbetreiber so geeinigt, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt
und die Gemeinde einen angemessenen Anteil am Gewinn bekommen kann. Diese Lösung zeigt den Kern der Rekommunalisierungsdebatte, meine Damen und Herren. Es geht oft vorrangig um die Gewinnbeteiligung der Kommunen, was ich gar nicht schlecht reden will, und nur in zweiter Reihe um die Sicherung der Daseinsvorsorge. Eine solche gemeinsame Netzbetriebsgesellschaft sehe ich übrigens sehr positiv. Und ich denke, auch hier können Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum, den wir ja nun politisch in vielen Bereichen endlich entdeckt haben, ihre Ziele sehr gut verfolgen. In der Debatte im Januar wurde als Wunsch der Antragsteller geäußert, dass Bürgernähe und der ökologische Anspruch bei den Ausschreibungskriterien berücksichtigt werden sollen. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, wie Bürgernähe im Netzbetrieb aussehen soll, und würde mich freuen, wenn wir in der weiteren Debatte Beispiele dazu bekommen. Viel greifbarer wird das doch, wenn eine Gemeinde zum Beispiel Strom selbst erzeugt und dadurch kreisumlagefreie Einnahmen erzielt und die Menschen Stromerzeugungsanlagen auch noch sehen können. Der Anblick von Strommasten wird vermutlich die wenigsten Menschen erfreuen. Ich will damit sagen, es gibt auch andere Investitionsmöglichkeiten für Kommunen, die mit deutlich weniger Unsicherheiten belastet sind und mit denen Bürgernähe und ökologischer Anspruch wesentlich besser verwirklicht werden können. Das können alle Kollegen, die in der Kommunalpolitik Verantwortung getragen haben, bestätigen. Und das sei an dieser Stelle auch allen mit auf den Weg gegeben, die in Kommunen noch Verantwortung tragen wollen. Im Falle der Kommunalverfassungsbeschwerde von Titisee-Neustadt werden wir irgendwann eine Klarstellung erfahren, welchen Stellenwert die kommunale Selbstverwaltung bei der Netzvergabe nun aber auch hat. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir das tun werden, was im Koalitionsvertrag steht. Wir werden die Rechtssicherheit beim Netzübergang herstellen oder wiederherstellen. Und wir werden das Bewertungsverfahren eindeutig und rechtssicher regeln. Denn auch wir wollen nicht, dass man sich bei so vielen Neuvergaben vor Gericht wiedersieht. Außerdem muss die Konzessionsabgabe bei einer Verzögerung des Netzübergangs vom Altkonzessionär weitergezahlt werden. Entsprechende Arbeiten sind im Gange. Downdight-Lehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, heißt, dass man über Praxiserfahrung klug werden kann. Wir werden nun die bisherigen Rekommunalisierungsverfahren, ob gescheitert oder nicht, zügig analysieren, entsprechende praxistaugliche Lösungsvorschläge dann dazu vorlegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Julia Verlin.